Ja, Freunde, und willkommen zurück bei Project Zomboid. Ich muss kurz erklären. Ich bin gestartet und unser Speicherstand, ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall ist es so, dass wir total überladen sind. Also ich war eben, als wir gestartet sind, hatte ich ein Gewicht irgendwas von 47. Und dann bin ich erstmal kurzzeitig von allen Leuten hier angefallen worden. Die habe ich alle getötet, ganz alleine. Bin dabei leider verletzt worden. Deshalb, wie gesagt, das ist passiert eben. Und ich habe mich halt gewundert, warum... Ah! Okay, ich sehe, warum wir überladen sind. Warte mal. Ist das hier auch? Nee, ist nur hier. Es ist, warum auch immer, hier alles... doppelt worden. Jetzt sehe ich es. Okay. Warum? Warum? Was? Die auch? Warte mal, muss ich mich kurz festhalten. Tatsache, die sind echt alle verdoppelt worden. Ist ja lustig. Der Inhalt auch? Ach was, der Inhalt auch, ist ja lustig. Das ist ja cool. Geil, okay. Deshalb, ich habe mich eben schon gewundert, dann warte mal. Dann machen wir es so. Wir lassen diese fallen. Beachten die gar nicht weiter. Egal, was da jetzt drin ist, wir lassen es. Schüssel. Ich glaube, hatten wir immer zwei dabei, ne? Schüssel mit Bohnen, cool. Wie gesagt, ich war jetzt dann doch etwas verwirrt, wie das geschehen konnte. So, jetzt sind wir nicht mehr überladen. Deshalb, sorry, dass das hier so durcheinander jetzt ist und dass das geschehen ist und ich nichts davon gesagt habe und nicht aufgenommen habe, aber ich musste hier erst gucken. Und ein Jagdmesser haben wir auch zu viel, das lassen wir auch fallen. Wir wollen ja hier nicht bescheißen. Nee, ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Sekundär. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist oder warum das verdoppelt worden ist. Keine Ahnung. Gut. Und was... wollte ich noch sagen, das Jagdmesser ist eine gute Waffe. Also man sieht es hier. Das ist eine gute Waffe. Ich hoffe, wir sind nicht infiziert jetzt. Das wäre richtig scheiße. Wenn ich jetzt wegen dieser Unachtsamkeit hier infiziert wäre. Ne, warte mal, wir gehen durch diese Lagerhalle durch. Da kommt wieder eine. Oder auch nicht, die geht zurück. Nee, echt, sorry. Sorry, aber ich war so verwirrt von diesem verdoppelten Inventar. Oder vielmehr von dieser plötzlichen Gewichtszunahme. Leere Räume, das ist ganz toll. Ja, das ist nicht so gut. Da gehen wir dann doch nicht lang. Ich habe mir jetzt anders überlegt. Boah, die sind richtig schnell geworden, ne? Diese Horden. Ich hoffe, wir kommen da oben vorbei. Ohne, dass die uns sehen. Funktioniert. Na toll. Wie viele sind das? Boah, Alter. Leg dich hin. Okay. Das war nicht so gut. Das war echt nicht gut. Hallo?
Wir müssen erstmal diesen Schnellen da irgendwie erwischen. So. Nein, 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 nein. Super. Nein! Wir können gleich echt rennen, ne? Ich muss mal gerade gucken. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Scheiß-Zombies? Und warum sind die so schnell? Ach du Kacke. Okay. Kann ich währenddessen essen? Geh auf! Auf! Nein! Okay. Kurz hier um die Ecke. Puh. Öffne die Tür! Das Fenster, meine ich! Oh Mann, Alter! Mach doch die Tür auf, Fenster! Essen mal gerade was. Alles gut. Alles gut. Nee, wir brauchen nämlich Heilung. Wir brauchen extrem schnell Heilung. Und ich hoffe einfach mal, wir sterben nicht. Und es ist richtig schwer geworden hier. Es ist richtig schwer. Weil hier unglaublich viele Zombies rumhängen. Also, und hier kein verdammtes Fenster aufgeht. Nee, also hier hängen echt viele rum. Jetzt geh doch mal auf, bitte. Na. Welch ein Glück. So, erstmal hier gefüllt. Boah, Heidewitzka. Natürlich. Das ist nicht wahr, ne? Das ist jetzt einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach jetzt nicht wahr. Ach, Leute. Ich weiß hier langsam nicht mehr, was ich machen soll. Ständig, wenn ich irgendwie angegriffen werde, kriege ich immer eine Infektion. Bei einem Bissen, zack, Infektion. Und ich habe das eben... Ja, ich habe es desinfiziert. Ich bin mir sicher, ich habe es desinfiziert. Eindeutig. Ich mach's jetzt auch nochmal, weil es so schön war. Truff damit. Sterile Bandage. Mann, 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 Mann. Das gibt's nicht. Da ist der schon wieder krank. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach echt ein Witz. Ich hoffe nur, na gut, vielleicht ist es ja eine ganz normale Krankheit, hm?
kann ja sein. Ganz normal. Aber bei unserem Glück haben wir sowieso wieder die Zombie-Seuche. Es ist wie immer. Das ist ja nichts Neues. Aber gut, wenn... Ach, die Dinger kann man zerlegen. Wenn er jetzt stirbt, dann, machen wir dieses Custom-Gedöns. Also dann stellen wir uns mal die Welt ein. Denn ich muss sagen, es ist schon echt eine Nummer fast zu hart. Oder ich spiele einfach nur falsch, wahrscheinlich auch das. So, warte mal, jetzt. Jetzt nehmen wir den mal mit. Den können wir nämlich dann auch sekundär ausrüsten. Den nehmen wir mit. Geh weg. Das packen wir alles nach da. Haben sogar noch Küchenmesser dabei. So, und dann schmeißen wir die Plastiktüte weg und rüsten das andere sekundär aus. Erstmal das dahin. So. Zack. Und dann... So. So ein Mist. So ein verdammter Mist. Genauso ein Mist, wie hier schon wieder 5000 Leute vor der Tür rumhängen und uns ans Leder wollen. Leere Brauseflasche. Und das Gewitter. Das Gewitter zum Untergang. Die bewegen sich viel mehr, ne? Boah, ist das laut. Ist das laut. Och, Mann. Kann nicht einfach mal Fenster aufgehen. Müssen die alle immer zu sein? Alarmanlage? Nein. Können wir uns einmal abtrocknen? Und dann... Ach, war es das schon? Feuchtes Badetuch, okay. Dim, 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 dim. Und dann können wir uns auch gleich hinhauen und einfach mal hoffen, dass wir nicht... Dass wir nicht sterben, aber das war es eh schon. Das war es wieder. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht auf... nicht aufgenommen habe. Och, Unterwäsche. Dachte schon, die können wir anziehen. Nee, es tut mir leid, dass ich das nicht aufgenommen habe, als wir verletzt worden sind. Aber wie gesagt, dazwischen ist einiges passiert. Tote Maus! Die kann man sogar essen. Und das kann man zerlegen. Okay. Müssen wir ausprobieren. Tut mir leid, das müssen wir ausprobieren. Auch wenn eine tote Maus jetzt nicht so unglaublich lecker ist, aber... Boah, was ist denn hier los? Oh, Wunderkerzen! So. Das auch. Tote Ratte packen wir uns darin, die können wir auch essen, glaube ich. Und zubereiten. Und das machen wir auch. Warte mal, kann man die... Butcher Small Animal. All. Boah. Ach. Gott, ey. Okay, Kleintierfleisch.
So. Das Kleintierfleisch können wir dann ja eigentlich einfach... Warte mal, geht das so? Essen? Nein. Lege in Wäldern? Nein. Nein. Das war so... Cooking. Okay, da gibt es gar keinen Crafting-Dings zu. Natürlich, man muss es halt einfach... Man muss es halt einfach... Warte. Kann ich das einfach so in den... Nee, ich brauche den Kochtopf natürlich. Gehe ich von aus. Wir versuchen es einfach. So. Zack. Nicht da rein. So. Und dann einschalten. Wird das jetzt gegart? Glaube ja. Ich glaube ja, es sieht so aus. Vielleicht ist das ja, wenn es fertig ist, ganz lecker. So, wir sind schläfrig. Ich nehme nochmal einmal Tabletten. Hallo, geht gar nicht mehr weg. Wir sind schon so müde. Jetzt ist es nochmal weg. Das soll dann aber auch letzte sein. So. Und dann hauen wir uns hin und hoffen einfach mal. Aber wir sind sowieso zombifiziert. Da führt kein Weg dran vorbei. Bei meinem Glück. Boah. Ruhe da draußen. So, nimm alles. Zack. So, und man kann auch irgendwie, kann man Molotow-Cocktails bauen oder sowas? Langeweile, Unglück. Okay, das bringt jetzt nicht besonders viel, das zu essen, außer dass einem langweilig wird und man unglücklich wird. Ich glaube, in der Not kann man das futtern, aber wir essen es jetzt nicht. Ich, möchte das nicht. Ein bisschen wählerisch können wir ja auch sein. Wir futtern uns lieber nochmal eine Dose mit Sardinen rein. Damit wir noch ein bisschen Heilung haben. So, und dann hauen wir uns hin. Nicht hier. Boah. Sondern dort. Draußen ist natürlich... Ja, ich hoffe, die erwischen uns nicht. Oh oh. Okay. Das war's gleich. Krass. Wir leben noch und wir sind nicht verwundet worden. Okay. Das war krass. Schlafen wir halt hier nochmal. Nervliches Wrack, recht schwer beladen und krank. Ja, wir sind so schwer beladen wegen dem Krank halt eben. Und wir müssen viel essen. Wir müssen viel essen. Wir kippen uns das alles hier mal rein. Zack. Komm, essen wir auch noch ein Müsli. Und die, wir lassen das Ding jetzt einfach da drauf. Oh. Und versuchen mal irgendwie... Jetzt natürlich. Wir versuchen mal da unten in die andere Hütte zu kommen. Obwohl dann, ach Mann, da sind auch wieder so viele, da hängen auch so viele drin rum. Wir räumen hier, warte mal, wir räumen hier einfach mal auf. Hallo!
Wir räumen hier einfach mal um die Hütte auf. So. Nein, da klettern wir nicht durch. Das war schon beinahe knapp. Ich wäre beinahe hindurchgeklettert. Beinahe wäre es soweit gewesen. Hallo. Oh. Ah. Leg dich hin. Leg dich hin. So. Oh. Gut, lassen wir... Oh, Parfüm. Parfüm. Brauchen wir nicht. So, Schlaftabletten haben wir nicht, ne? Glaube nicht. Doch, wir können uns Schlaftabletten reinfahren, um uns mal in den Schlaf zu wiegen. Damit wir entweder gesund werden oder sterben. Eines von beiden. Fiebrig, natürlich. Oh, Gefahr zu sterben. Ja, es ist einfach hervorragend. Es ist einfach... Ach, es ist göttlich. Wirklich. Wenn das nicht toll ist. So. Wir müssen uns heilen. Es ist egal, wenn wir es überleben, überleben wir es. Wenn nicht, überleben wir es halt nicht. So. Es tut mir leid, wir müssen echt essen. Wir müssen essen. Damit wir nicht sterben. So, wirst du mal richtig müde? So, da ist er müde. Zombifiziert! Natürlich! Ach, wisst ihr was? So. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum wir immer dieses scheiß Kack-Mist-Pech haben. Immer. Jedes Mal. Weißt du, da haben wir eine Schrotflinte. Wir haben alles gefunden. Und die probieren wir jetzt auch aus. Wir haben echt wir haben alles gefunden, ne? Alles. Einfach alles. Das ist nicht wahr, ne? Wir hatten alles. Passiert mir... Witz. So. So, Freunde, kommt her. Wollen wir wenigstens die Schrotflinte mal ausprobieren? Uiuiui. Oh oh. Hehe. Nachladen! Lad schneller! Lade nach! Zombifizierter Mr. Nadius Howard! Lade nach! Lade nach! Und schieß! Das gibt's nicht. Lad mal schneller nach. Bam! Bam! Okay, komm. Tötet uns. Tötet uns. Hallo! Ja, 6 Tage, 10 Stunden, herzlichen Glückwunsch. Das war episch.
Und echt sorry wegen dem blöden Zwischenfall. Es tut mir wirklich leid. Und wie gesagt, ich bin ehrlich. Und ich hatte mich halt echt gewundert wegen dem Gewicht. Und bin dann da so ein bisschen in die Bordouille geraten, dass die mich angefallen haben. Und bin dabei halt eben gebissen worden. Und bei unserem Glück, wie immer, ja, zombifiziert sofort. Kann man nichts gegen machen. Nächstes Mal probieren wir dann einfach mal. Oh, Challenge, okay. Können wir auch mal machen. Nee, das nächste Mal kostümisieren wir uns mal unsere eigene Zombie-Apokalypse. Und sterben in dem Weg, wie wir das eben wollen. So, bis dann. Ciao.